Der FCK ist wieder da. Der Betze spielt wieder in der zweiten Liga. Was für ein Abend und was für eine Nacht. Alles, und ich meine wirklich alles. Jetzt bei Dein FCK Folge... Ach komm, ist doch vollkommen egal heute. Vollkommen egal. Moin Leute, ganz ehrlich. Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Was heute mit meiner Stimme los ist, kann ich nicht wirklich sagen. Ach ja, da war ja was. So. Wir werden jetzt zusammen feiern und es gibt keinen Halt mehr. Ja! Hochverdient! Nie mehr dritte Liga! Ich bin einfach wirklich sprachlos, was ihr da abgerissen habt. Auf geht's! Nie mehr dritte Liga! Ich hab heute mein Opa mitgenommen. Was hast du gemacht? Mein Opa ist hier drin, ist so eine Mini-Urne. Ist mein Opa drin. Der hat mit mir, bevor er gestorben ist, immer gewettet, irgendwann spielt Lautern gegen Elversberg. Ich wohne in Spießen. Und ich habe immer gesagt, im Leben nicht. Heute habe ich ihn mitgeholt, um ihm zu zeigen, im Leben nicht. Und jetzt haben sie gewonnen, die Spiele sind nicht auf dem Elversberg. Also habe ich gegen mein Opa die Wette noch gewonnen. Sensationell gut. Hey Leute, schreibt einfach mal hier unten irgendwas in die Kommentare. Geisteskrank! Was ist da los? Der Kopf explodiert! So viele Jahre, so viel Scheiße und jetzt endlich sind wir wieder da! Männers, wir haben es geschafft! Zweite Liga, Alter! Wir haben es doch gesagt, oder? Und der Anderste! So und der Anderste! Also wir wissen jetzt, ihr könnt feiern. Kann die Mannschaft das eigentlich auch? Sollen die Jungs jetzt einfach sich was einfallen lassen? Sollen eine Kuh fliegen lassen oder was weiß ich? Davon gehe ich aus, weil es wird sehr, sehr viel getrunken. Geil, morgen alle Durchfall. Morgen alle Durchfall, morgen alle Durchfall, geil. Ja, das mit dem Feiern bei der Mannschaft scheint ja ganz gut geklappt zu haben. Vor dem ganzen Feiern war übrigens auch noch ein Fußballspiel. Jetzt eine Chance für Hanslik, das ist es! 1:0 für Kaiserslautern. Hanslik kommt im Strafraum zum Abschluss und findet das linke Toreck. Und er ist völlig blank aus 15 Metern. Kaiserslautern führt bei Dynamo Dresden mit 1:0. Also für mich ist es was ganz Besonderes. Ich glaube, damit schreibt man Geschichte für den Verein, für die Menschen hier. Und es ist einfach wunderschön, so ein Ziel gemeinsam zu erreichen. Und immer wieder rauscht Dresden in die Konter rein. Jetzt schon wieder 2:0 für Kaiserslautern. Das ist der Deckel. Und jetzt brechen alle Bänne. 92. Spielminute. Ball kommt von der rechten Seite. Reingespielt vom eingewechselten Simon Stähle. Und wer die Abnahme gemacht hat, ich weiß es nicht mehr. Die Tore schon der absolute Wahnsinn. Aber Matteo Raab, du bist einfach ein Teufelskerl. Tomia, ganz ungeschickt, da ferner Raab, Weihrauch und von hinten Becker. Aber alle FCK-Spieler schmeißen sich hinten rein. Dazu Raab aufmerksam mit Superparade gegen da ferner. Und dann sind es viele lautere Beine mit ganz viel Leidenschaft. Alter. Vorbei Vlacho Dimos, vorbei an Tomia, aber nicht an Raab. Bockstark von Matteo Raab, einer der Pfeiler dieser Drittligasaison. Fährt sein linkes Bein aus. Weltklasse. Unüberwindbar. Sensationell gut. Geil. Läuft. Ich glaube, sowas ist tatsächlich unbeschreiblich. Ich glaube, für uns, für den Verein, vor allem für unsere Fans, ist das ein lang ersehnter Erfolg. Und ich glaube, wir haben das ganze Jahr sehr viel gearbeitet, auch
schwierige Zeiten zusammen überstanden. Und Gott sei Dank ist es uns heute gelungen, uns selbst zu belohnen. Wir haben uns täglich den Arsch aufgerissen. Gerade auch in der Saison waren wir als Team, sind wir zusammengewachsen. Hatten keinen einfachen Start, hatten immer wieder Rückschritte und kleine Dellen in unserer Leistungskurve, gerade zum Anfang und zum Ende der Saison. Und da muss ich wirklich den Hut vor der Mannschaft ziehen. Ich bin so unglaublich stolz auf das Team, auf die Fans, wie wir als Team, als Verein zusammengestanden haben. Und damit ist doch eigentlich auch fast alles gesagt. Nur noch ein dickes, dickes Dankeschön an euch alle für die geile Saison mit deinem FCK. Und es geht weiter in der zweiten Liga. Wir freuen uns drauf.